Aber jetzt erzähl mir doch mal, was hat die Jones zu deiner Bewerbung gesagt? Nichts. Sie war gar nicht da. Ihre Assistentin hat die Sachen genommen und mich dann glatt abserviert. Ich finde es eine Ehre, neben einer so klugen und attraktiven Frau abgebildet zu sein. Vielen Dank für das Kompliment, aber... Ich meine es wirklich so. Also gut, vergessen wir die Sache einfach. Sie haben sich so lieb um das Mädchen gekümmert, kein Wunder, dass sie bei Ihnen bleiben will. Sarah, ich bin so froh, dass du wieder gesund bist. Und ich besuche dich auch, ganz bestimmt. Bitte. Den hat der Müller vorhin abgegeben. Ach, das ging ja fix. Mhm. Das gibt's nicht. Dieser Junge. Felix ist mein Sohn. Erwähnt, dass Sie einen Sohn haben. Als ich Felix das letzte Mal gesehen habe, konnte er gerade laufen. Das muss... 17 Jahre ist das jetzt her. Glauben Sie, er weiß, wer Sie sind? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätte er sich nicht unter seinem richtigen Namen beworben. Felix von Beinbach. Beinbach Eumedia? Martin von Beinbach ist sein Vater. Deswegen haben Sie das Kaufangebot ausgeschlagen. Ich hatte gehofft, das Kapitel Beinbach sei endgültig abgeschlossen. Ja, soll ich dem Jungen eine höfliche Absage schicken? Nein. Ich möchte... Mein Gefühl sagt mir, Felix hat Talent. Und Talente soll man bekanntlich fördern. Sarah, du kannst nicht bei mir bleiben. Ich will aber... Das geht wirklich nicht. Dr. Seifert hat sehr viele Patienten, Menschen, die krank sind und um die er sich kümmern muss. Ich hatte überhaupt keine Zeit für dich. Ich will aber nicht zurück ins Heim. Sarah. Deine Freunde sind bestimmt ganz traurig, wenn du nicht zurückkommst. Das wäre ich nämlich auch. Kannst du nicht mitkommen? Da sind doch nur Kinder bei dir im Heim. Du musst mir jetzt versprechen, ganz, ganz tapfer zu sein. Und verspreche ich dir, dass ich dich ganz oft besuchen komme, ja? Tschüss, Dr. Tom. Tschüss, Sarah. Martin hat Jahrzehnte gebraucht, um die Sammlung aufzubauen. Er wäre bereit, jede Summe zu bezahlen. Ehrlich gesagt, ich würde mir nicht allzu große Hoffnungen machen. Oh nein, nicht schon wieder. Wenn das so weitergeht, kann ich bald einen Blumenladen aufmachen. Also hartnäckig ist er ja, dein heimlicher Verehrer. Ich wüsste nur zu gerne, wer dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall hat er Geschmack. Danke. Also was die Blumen angeht. Mhm. Diesmal ist sogar ein Gruß dabei. Ups, ich bring sie zu den anderen. Danke, Angelo. Ja, und? Oh, offenbar will dein unbekannter Verehrer sich heute Abend outen. Der Ball des Grafen Treppschläger ist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, vielleicht sollte ich dann aber doch besser alleine dahin gehen. Du kommst in Begleitung? Ja, ich habe Lukas Roloff gefragt, ob er mitkommen möchte. Ach. Du kannst gegen ihn sagen, was du willst, aber langweilig wird es mit ihm nie. Außerdem, nach dem Zeitungsartikel denkt sowieso die halbe Welt, wir wären zusammen. Ja, das würde ich mir an deiner Stelle noch mal überlegen. Deinen Blumenkavalier schreckst du doch mit einem Mann an deiner Seite nur ab. Noch hat Lukas Roloff ja nicht zugesagt. Du siehst wirklich großartig aus, Sohn. Ganz der Vater. So passt er wie angegossen. Den nehmen wir. Und dazu noch den blauen und den anthrazitfarbenen. Und dazu die passenden Hemden. Und was die Schuhe betrifft,
Die sind doch gut. Naja, für Basketball vielleicht. Ich kann mich drauf verlassen. Anfang nächster Woche? Selbstverständlich, Herr von Beinbach. Gut, danke. Tja, und zum Friseur solltest du auch mal wieder gehen. Du weißt, dass ich recht habe. So ein Zirkus! Warum kann ich nicht rumlaufen, wie ich will? Du musst einen guten Eindruck machen, Sohn. Hab ich mich überhaupt auf dieses Misspraktikum eingelassen? Oh, komm, du wirst es überleben. Und guck mal danach, dann kannst du deinem Vater viel besser klar machen, dass der Job nichts für dich ist. Ja, hoffentlich. Felix von Beinbach? Mit Frau Jones? Ja, ich werde da sein. Natürlich. Wiederhören. Frau Jones will sich mit dir treffen. Aha. Ich habe schon gedacht, ich habe es mir durch den falschen Namen bei ihr verscherzt. Hat sie vielleicht nur noch neugieriger gemacht. Oder vielleicht muss ich ja eifersüchtig sein. Wer weiß, was sie von dir will. Wo ich doch so auf ältere Frauen stehe. Mhm. Du bist Arzt. Du kannst sie nicht mit in die WG nehmen. Wer ist es denn diesmal? Die Niere von 312 oder die Leber von 313? Ich hätte einen Kaffee. Komm sofort. Es geht um Sarah. Sie ist heute entlassen worden. Das ist doch toll. Naja, sie will nicht zurück ins Heim. Sie fühlt sich halt einsam und unglücklich. Das wäre sie auch, wenn sie mit dir zusammen wäre. Wie oft, wie du zu Hause bist. Ach, du bist. Werden dir die Bullen lieber? Nicht zu laut. Du rauchst wieder. Bei dem Stress? Du rauchst nicht mehr. Spinnst du? Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist das klar? Dir stellen die Bullen noch keine Fragen. Fragen stellen ist ihr Job. Reine Routine. Und außerdem ist es ein Zeichen dafür, dass sie im Dunkeln tappen. Wenn Dennis abkratzt, sind wir nicht nur wegen Kunstraub dran, sondern wegen Mord. Noch lebt er. Und außerdem kriegt uns gar keiner dran. Ja? Hey, guck mal. Nur zwei Leute wussten die Route von diesem Transport. Beinbach und Mark. Und beide behaupten, mit niemandem darüber gesprochen zu haben. Ja? Und wenn die durch einen blöden Zufall auf uns kommen? Ausgeschlossen. Hallo. Hallo, ja. Hat sie die Nachricht bekommen? Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ja. Was war das denn für ein Vogel? Ach, der hilft mir bei der Schneider weiter zu punkten. Sag's durch die Blume. Als ob wir keine anderen Probleme hätten. Wenn du dich mit dem Geld von Kubrick zufrieden gibst? Ich jedenfalls habe lieber zwei Eisen im Feuer. Besonders weit bist du bei ihr aber noch nicht gekommen. Weißt du, woran die meisten Menschen mit großen Visionen scheitern? Sie sind zu ungeduldig. In der Ruhe liegt die Kraft, Junge. Die Schneider zum Beispiel will heute mit mir auf diesen Ball gehen. Ich lasse sie schmoren und sage ihr erst im letzten Augenblick zu. Und gleichzeitig überschütte ich sie heimlich mit Blumen. Und dann? Dann gebe ich mich zu erkennen, ist ja klar. Und dann habe ich sie da, wo ich sie haben will. Alles okay? Hm? Aber Charlie wartet bestimmt schon auf mich. Was hast du für mich mit? Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss, Jule. Ciao, Oliver. Nicht gerade glücklich aus. Mann, er will einfach nicht begreifen, dass ich als Arzt mehr zu tun habe, als nur Rezepte auszustellen. Und wenn ich merke, dass es der Kleinen nicht gut geht, dann versuche ich, was zu ändern. Was aber Zeit kostet. Ja, aber nur so macht mein Beruf Sinn. Oder sehe ich das verkehrt? Nein, ich sehe das doch genauso. Nur durch deine Geduld und die Gespräche mit dir habe ich den Mut gefunden, mich meiner Trauer zu stellen. Trotzdem. Oliver hat einfach Angst, dass du dich zu sehr deinem Beruf widmest und dass er dabei auf der Strecke bleibt. Ich liebe Oliver. Und was mir wichtig ist, das möchte ich gerne mit ihm teilen. Aber du kannst nicht deine Patienten mit ihm zusammen behandeln. Das weiß ich auch. Aber vielleicht kann ich ihn doch irgendwie mit einbeziehen. Ja. Und auf jeden Fall tue ich damit was Gutes. So, bitteschön. Danke.
Vergiss nicht zu erwähnen, dass du den Preis gewonnen hast. Ja, das habe ich in der Bewerbung noch schon geschrieben. Wird schon schief gehen, hm? Frau Jones. Guten Abend, Herr. Tja, wie soll ich Sie nennen? Felix, wenn Sie nichts dagegen haben. Gut, setzen Sie sich, Felix. Danke. Was kann ich Ihnen bringen? Ja, was möchten Sie trinken? Eine Cola. Eine Cola, sehr gerne. Ich bin Ihnen wohl eine Erklärung schuldig. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, dass ich Müller als Namen für einen Künstler nicht gerade originell finde. Es ging mir nicht um den Künstlernamen. Sondern? Mein Vater hat sich doch für Ihre Studios interessiert. Ja, und ich wollte nicht, dass Sie glauben, dass ich mich in seinem Auftrag bei Ihnen umschaue. Ich habe nichts zu verbergen. Aber ich habe nicht spioniert. Ja, wenn ich das glauben würde, dann säße mir doch jetzt nicht hier. Also, und jetzt will ich endlich mehr über Ihre Pläne wissen. Man muss dieses Grundzeug ausgerechnet hier stehen. Ja, super. Und hier stehen Sie besser, oder was? Oh, Charlie, bitte, dann stell sie ins Kühlhaus. Dann nimm sie dir mit nach Hause. Na, die Handwerker werden sich freuen. Und bei Cecil stehen auch schon zwei. Ja, dann gibt sie der Friedhofsverwaltung. Oh, Olli, warum nimmst du dir nicht welche mit? Blumen erinnern mich immer ans Krankenhaus. Im Krankenhaus, Tom. Dass ihr euch aber auch immer streiten müsst. Ich bin ja nicht mal mehr nackt. Hallo, Charlie. Ich brauche jetzt ganz dringend einen Kaffee. Oh, ja. Angelo? Schon unterwegs. Das klingt nach einer anstrengenden Besprechung. Es gibt Leute, die können sich einfach nie entscheiden. Ach, wem sagst du das? Sag mal, soll ich denn jetzt Lukas Olof mitnehmen oder nicht? Ich weiß einfach nicht, was geschickt ist. Oh. Jedenfalls musst du jetzt Farbe bekennen. Guten Abend, die Damen. Ach, guten Abend, Herr Olof. Wir haben uns gerade über Sie unterhalten. Wegen heute Abend, nehme ich an. Ich habe Sie viel zu lange warten lassen. Nein, nein, das ist schon okay. Ja, also ich würde mich freuen, Sie heute begleiten zu dürfen. Wären Sie sehr enttäuscht, wenn ich doch allein dorthin wäre? Nein. Aber wieso? Ein Unbekannter schickt mir seit Tagen Blumen. Ach, ein heimlicher Verehrer. Und ich denke, dass er sich heute Abend auf dem Ball zu erkennen geben wird. Allerdings, wenn ich in Begleitung aufkreuze. Ich verstehe. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich die Leute vom Kinderheim so schnell überzeugen kann. Wahrscheinlich hat Sarah denen die ganze Zeit von ihrem Dr. Tom vorgeschwärmt. Hauptsache, es gefällt ihr hier. Und wenn Oliver Sarah kennenlernt, dann versteht er mich bestimmt viel besser. Vielleicht muss er auch länger arbeiten. Ja, dann ist es so eine Art Testlauf. Jule, hätte mich doch lieber Pommes machen sollen. Ja, Mensch, Pommes mit ganz viel Ketchup, darauf stehen Kinder doch. Das wird sie auch mögen. Und wenn sie sich langweilt und gleich wieder nach Hause will? Oder ich mache was falsch und sie fängt an zu weinen, oder? Tom, entspann dich einfach. Du kommst mir vor wie ein Teenager vor seinem ersten Date. Oh Mensch, ich habe halt noch nie ein Kind betreut. Oh Gott, das sind sie. Dann mach einfach auf. Tom! Sarah! Hoppla! Sarah, nicht so stürmisch. Das ist schon okay. Kommen Sie doch rein. Danke, ich muss zurück. Schönen Abend noch. Ebenso. Hey, hallo. Jule kennst du doch noch, oder? Die bleibt heute Abend ein bisschen bei uns. Wie geht's dir? Gut. Gibt es Pommes frites? Nee, aber Raclette. Was zum Raclette? Raclette. Weißt du was? Lass dich einfach überraschen. Wenn du es magst, bestimmt okay. Und was sagt Ihr Vater dazu? Den interessieren nur Quoten und Besucherzahlen. Filme machen ist nicht billig. Ja, aber sich am Geschmack der breiten Masse zu orientieren, das ist das Studio, das Sie verkaufen wollen. Das hat in den 70er Jahren echt gute Filme gemacht. Die sind heute absoluter Kult. Ja, und spielen Geld ein. Sehen Sie? Gute Filme machen Gewinn. Filme, wie Sie sie machen wollen. Ja, wenn ich die Chance dazu bekäme. Ja, aber was ist mit dem Praktikum bei Ihrem Vater? Hören Sie, das ist mein Leben. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Firma meines Vaters übernehmen will. Er sucht doch aber einen Nachfolger. Haben Sie denn keine Geschwister? Zwei Schwestern. Ja, umso besser. Oder haben die auch andere Pläne?
Also Franziska ist erst 16. Und Marie, ja, Marie hat ihr eigenes Plattenlabel aufgemacht. Die hat auch nichts mit Beinbach und mir am Hut. Sie haben Mut. Gegen den Willen ihres Vaters, den eigenen Weg zu suchen. Olmedia kommt auch gut ohne mich klar. Das sagt auch meine Mutter. Ihre Mutter? Naja, sie arbeitet auch im Konzern. Entschuldigen Sie, aber Sie haben mir noch gar keine Antwort gegeben. Antwort? Ihr Angebot. Ob ich nach L.A. kommen darf. Ach so. Das steht. Ich würde mich auch ganz dezent im Hintergrund halten. Für den Fall, dass Ihr Blumenkavalier zu aufdringlich wird. Und um nochmal auf den Absender der Blumen zurückzukommen. Ja, Sie haben natürlich recht. Ich weiß ja auch gar nicht, was auf mich zukommt. Womöglich muss ich den ganzen Abend Rumba mit einem Tatterkreis tanzen. Dann bleibt unsere Verabredung, oder? Ja, wenn Sie nach all diesem Hin und Her noch Lust haben, mich auf den Ball zu begleiten. Geben Sie mir eine Stunde. Schneiders Galeriebistro, Sabel am Apparat. Ich hol Sie dann ab. Wunderbar. Aha, eine Sekunde. Charlie? Ja? Ja, Schneider? Oh, Herr Bremer. Ja, ich kann mich ganz nach Ihnen richten. Heute Abend. Geht es nicht vielleicht auch morgen? Ach, da sind Sie schon wieder weg. Nein, dann machen wir es natürlich. Ja, bis 8 Uhr. Tschüss. Charlie, der Ball bei Graf Griebschläger. Ist geplatzt. Sonst muss ich Cecile noch weitere 4 Wochen auf den Wecker gehen. Ja, was ist jetzt mit Lukas und mit deinem Vererber? Vielleicht gibt es da ja noch eine andere Lösung. Oh, ich bin so satt, ich platz gleich. Geht doch gar nicht. Das geht ja wohl. Guck mal, Kugelrott. Sarah, hat's dir denn geschmeckt? Viel besser als Pommes frites. Pommes frites? Wo gibt's hier Pommes frites? An der Imbissstube. Bei uns gab es Raclette. Ist ja alles leer. Ist alles in Toms dicken Bauch. Na, du kleines Raclette-Monster. Ich bin der Andi und wer bist du? Sarah. Und das ist Johnny Bear. Johnny Bear? Aber egal, was er über mich gesagt hat, glaub ihm kein Wort, ja? Der ist aber cool. Wie ein Eisberg. Und ihr beiden, was machen wir jetzt? Wollen wir vielleicht Mensch, ärgere dich mit spielen? Lieber ein Computerspiel. Ein Computerspiel? Ich weiß gar nicht, ob ich sowas hab. Ich weiß, wo welche gibt im Internet. Also ich mochte Mensch, ärgere dich nicht auch nie. Okay, schon überredet. Zweimal? Bitte? Sie wollten mich sprechen? Ich hab's mir anders überlegt. Wir fliegen nächste Woche noch nicht zurück. Aber Ihre Termine? Ach, absagen, verlegen, einfliegen lassen. Sie machen das schon. Wie Sie wünschen. Freuen Sie sich, Mai. Das ist die Gelegenheit, Deutschland besser kennenzulernen. Das wollten Sie doch schon immer. Es geht um Ihren Sohn, oder? Es muss ein seltsames Gefühl sein, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen. Ach, ich kenne ihn ja fast nicht. Aber trotzdem, er ist so vertraut. Wie hat er eigentlich reagiert? Sie haben ihm noch nicht gesagt, dass Sie seine Mutter sind? Nein. In der Vergangenheit ist so viel passiert. Ich möchte, dass Felix mich erst mal kennenlernt, ohne ständig danach zu fragen, was damals war. Die Einladung hat mich ja ziemlich Nerven gekostet. Du Ärmster, was machst du auch so seltsame Pläne? Gut durchdacht, wolltest du ihr sagen. Du wirst sehen, der Abend wird ein Bombenerfolg. Ich sehe schon die Schlagzeilen von morgen vor mir. Das neue Traumpaar zu Gast bei Graf Rebschläger, Charlotte Schneider und Lukas Roloff. Hast du diesmal selber einen Journalisten bestochen? Die High Society Lady und der Rechtsanwalt harmonierten nicht nur zu den Walzerklängen auf der Tanzfläche perfekt. Hört sich gut an, wenn man die Details außer Acht lässt. Wieso? Na, der Ball steht wie jedes Jahr unter dem Motto Lateinamerika tanzt. Da
Dann kannst du die Schneider zu den Klängen von Rumba und Cha-Cha-Cha bezirzen. Rumba? Sag bloß, die lateinamerikanischen Rhythmen liegen dir nicht. Naja, schon eine Weile her. Tja, du hättest eben auch mal eine kubanische Freundin anlachen sollen wie ich. Oh, Olli, kannst du nicht doch noch ein bisschen hier bleiben? Ich bin sowieso schon zu spät dran. Ich muss. Ciao. Gewonnen! Oh nee, gegen dich habe ich echt keine Chance. Tom, wo kommt denn das Geschirr hin? Warte, ich helfe dir. Kommst du auch alleine klar? Das läuft doch super. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Spaß macht. Nur schade, dass Olli so schnell weg musste. Naja, beim nächsten Mal. Oder meinst du, er fand das doof, dass Sarah hier ist? Weiß ich nicht, der war so in Eile. Am besten fragst du ihn sofort, wenn er zurückkommt. Sie kann bestimmt noch öfter herkommen. Ich finde es übrigens ganz großartig, wie du mit der Kleinen umgehst. Ja, er hätte auch nicht gedacht, dass mir das so leicht fällt. Aber sie ist einfach toll. Ja, das ist sie allerdings. Nur schade, dass sie gleich wieder zurück ins Heim muss. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Die Betreuerin ist bestimmt gleich da. Hey Mädels, könnt ihr mir mal kurz helfen, bitte? Ich bin die Frau. Ja, ist ja gut. Die kommt gleich. Also. Und? Da, Hüftschwung. Ah! Geht doch prima. Das ist kein Wunder mit dir als Partnerin, Cherie. Und? Gleich werde ich schwach. Moment, Moment. Das ist nicht so, wie es aussieht, ja? Wir haben nur geübt. Du, es ist mir ziemlich egal, was ihr hier oder da treibt. Achso, Olli wollte ich abholen. Viel Spaß. Danke. Hi. Ja, hallo. Du bist heute Abend unser Chauffeur? Chauffeur? Begleitung? Wie Begleitung? Charlie ist im letzten Augenblick was dazwischen gekommen. Deswegen gehe ich mit dir zum Ball. Ah. Oh, ich hatte ja keine Ahnung, dass der Schrank so schwer ist. Sonst hätte ich ihn auch alleine wegräumen können. Jemand eine Cola? Gerne. Ich guck mal nach Sarah. Sarah? Feierabend! Sarah? Das glaube ich nicht. Sarah ist weg. Ich schau mal hinten nach. Johnny Bear. Vorhin saß der noch da. Nichts. Keine Spur von Sarah. Die ist abgehauen.